bist im Staff der Goalie-Trainer. Was heisst das genau? Was sind deine Aufgaben? Ja, ich muss die Goalies natürlich betreuen, die wir aufbieten. Aber auch in einem weiteren Feld haben wir jetzt ja da im Rahmen von der Next Generation weitere junge Goalies angeschaut. Also auch, dass wir sicherstellen, dass eine gewisse Kontinuität ist, dass wir schauen, wer kann. Wann können wir nachziehen? Wer hat das Potenzial, auch zu einem späteren Zeitpunkt dann in die Fußstapfen zu treten von denen, die jetzt da dabei sind? Du hast am Anfang gesagt, die zwei, die jetzt dabei sind, Lara und Moni, ist auch deine Aufgabe, sie zu betreuen. Wie muss man sich das vorstellen? Das sind eigentlich verschiedene Ebenen. Also ich habe das Glück, muss ich sagen, dass sie beide auf einem extrem hohen Niveau sich bewegen. Das sind wirklich absolute zwei Top-Goalies, würde ich sagen. Und zwar in allen Bereichen, also physisch, taktisch, technisch. Sie haben auch beide einen Goalie-Trainer im Club. Das merkt man, das erleichtert mir die Arbeit. Ich kann auf einem recht hohen Niveau ansetzen. Die Betreuung bezieht sich dann eigentlich auf alle Ebenen. Also technisch, taktisch wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil sie schon sehr viel mitbringen. Aber dann eben auch im mentalen Bereich, wie können wir uns vorbereiten auf so einen grossen Anlass, auf wichtige Momente. Aber die Aufgabe betrifft eigentlich alle Ebenen. Muss sich ein Goalie anders auf so ein Spiel vorbereiten als eine Spielerin? Oder inwiefern anders? Das glaube ich grundsätzlich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass der Mentalfaktor jetzt zum Beispiel bei dem Goalie wahrscheinlich noch eine grössere Rolle spielt als bei einer Feldspielerin. Weil sie einfach allein auf dem Feld steht, weil die Spielsituationen wirklich muss sein. Im Moment die richtige Entscheidung treffen. Sie kann auch nicht rausgehen, sich kurz erholen oder einen Rat holen oder so. Der Mentalfaktor, denke ich, ist bei den Goalies einer der wichtigsten. Und wie schaffst du es dann jeweils vor einem Spiel, sie in diesem mentalen Bereich darauf vorzubereiten? Oder kannst du da einen kurzen Einblick geben? Ja, ich will natürlich nicht zu viele Details verraten, aber wir machen eigentlich vor jedem Spiel ein Gespräch miteinander, schauen, was ist der Gegner, was sind die spezifischen Eigenschaften, mit was muss man rechnen, also im Umfeld, jetzt an der WM, das ganze Drum und Dran, also viele Zuschauer etc. Und dann machen wir spezifische Sachen noch, die wir miteinander absprechen, im mentalen Bereich, unsere Fokusübungen, mentale Übungen, einfach wo dafür sorgen, dass sie dann im Moment X wirklich gehalten sind. Du hast gerade angesprochen, es ist eine Heim-WM, es ist einfach alles noch einmal ein bisschen mehr als vielleicht sonst, wenn sie sonst irgendwo wäre. Das hat in dem Fall ohne Einfluss auf die Arbeit jetzt gehabt. Das fließt sicher in die Vorbereitung und in die Nachbereitung auch ein, weil das sind nun mal einfach jetzt spezielle Umstände. Und es ist so eine Gratwanderung. Oder? Also auf der einen Seite die Motivation, die Freude, dass man jetzt hier im eigenen Land spielen kann, von so vielen Leuten kann spielen. Wir haben jetzt so fantastische Spiele schon gehabt. Aber man muss dann eben auch wieder schauen, mental, dass die Situation nicht umschlägt in eine Übermotivation oder auch in einen Überdruck. Also das, denke ich, ist ein sehr schwieriger Punkt, dass man da die Linie findet, das richtige Maß zu finden, dass man nicht auf die eine oder auf die andere Seite dann kippt, sozusagen. Also, dass man wirklich den Fokus dann hat. Das ist sicher eine Schwierigkeit, nicht nur für die Goalies, sondern natürlich auch für die anderen Spielerinnen. Was ist in diesem Bereich für das ganze Team deine Aufgabe im Staff? Also im ganzen Team haben wir im Anschluss an die WM Bratislava haben wir in der Analyse festgestellt, dass wir im mentalen Bereich zu wenig gemacht, wir haben den Punkt zu wenig beachtet. Wir haben dann beschlossen, dass wir auf dieser Ebene mehr machen und in dem Sinne ein Angebot gemacht. Wir haben ein Angebot gemacht für die ganze Mannschaft, also das Programm, das sich jetzt über anderthalb Jahre hinweg gezogen hat, wo wir auf Gran Canaria noch mal vertieft haben. Und die andere Ebene war, dass wir individuell angeboten haben, wer Bedarf hat, kann sich melden, spezifische individuelle Sachen eben anzuschauen und für diese Sachen dann Strategien zu entwickeln, die individuell zugeschnitten sind auf die Einzelspielerin. Aber es war ein Angebot und man konnte es nutzen oder nicht. Und wie würdest du die Entwicklung jetzt von den Spielerinnen beschreiben in dieser mentalen Ebene seit der letzten WM? Das lässt sich schwer beurteilen. Ich habe nicht mit allen individuellen Kontakt gehabt. Bei den Goalies kann ich sagen,
so wie ich das von außen wahrnehme, die haben einen Fortschritt gemacht. Es ist wirklich nochmal etwas gegangen. Sie sind in der Lage, wirklich auf den Punkt X parat zu sein. Und bei diesen Spielerinnen, die ich zusammenarbeiten durfte, habe ich auch das Gefühl, dass sich viel bewegt hat, dass viel in Gang gekommen ist. Ob es dann wirklich jedes Mal klappt, zum Beispiel Zeitpunkt Halbfinal, das wird sich weisen. Vielleicht noch zum Schluss, du hast gerade das Halbfinale angesprochen, jetzt steht man mit in einem Turnier. Eine WM ist eher ein längs Turnier, das sie sich sonst nicht gewonnen. Auf was müssen sie denn während dem Turnier schauen? Wir haben jetzt viel von der Vorbereitung auch gehabt. Und jetzt während dieser Woche, was gibst du ihnen mit? Oder was ist da das Wichtigste? Das ist völlig richtig. Das ist eine Ausnahmesituation, eigentlich, die wir alle so nicht kennen. Dass man 10 Tage in einem Turnier ist, sonst ist es immer mehr ein Moment, wo man sich darauf vorbereiten muss. Ich denke, da ist es sehr wichtig, dass man eine Balance findet, auch Zeitpunkte schaffen, wo die Spielerinnen und auch die Goalies Zeit haben, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, zum Beispiel eben das Treffen mit der Familie oder dass sie mal einen Nachmittag fort können und irgendetwas ganz anderes machen. Das ist, glaube ich, Kunst, dass man Abwechslung anbringt, dass dann auf die bestimmten Momente Konzentration wieder da ist. Man kann nicht über 10 Tage mental einfach auf dem obersten Level sozusagen sich bewegen, dann brennt man irgendwann aus. Also es müssen Abwechslungen kommen.